Aloha und ganz herzlich willkommen zur heutigen Vollmond-Meditation. Ich bin Stefanie und ich begleite Frauen dabei, ihr wahres Potenzial zu entfalten, ihre Berufung zu finden und ihre Kreativität zu leben. Und ja, wie schon erwähnt, möchte ich dich gerne einladen, mit mir gemeinsam eine Vollmond-Meditation zu machen. Eigentlich wollte ich ein ganz anderes Video machen, nämlich eins über Erzengel Michael, der ja sehr kraftvoll ist, und wollte dir dann vorstellen. Das mache ich auch noch in einem späteren Video, aber es war so, dass ich gestern Abend gespürt habe, dass irgendwie in meinem Solarplexus ziemlich viel los ist. Und das ist dann immer ein Zeichen dafür, einerseits, dass bei mir viele Themen los sind und dass da einfach Energien auf die Erde strömen, die uns einerseits helfen, Dinge ans Licht zu bringen, aber die nicht immer so angenehm sind. Und am 16. Juli, kurz vor Mitternacht, ist der Vollmond aktiv. Aber wie du vielleicht schon weißt, wirken ja die Vollmondenergien ein paar Tage vorher schon und dann auch während des Vollmonds, während der Vollmondnacht, aber auch einige Tage danach. Und ich hatte einfach auch heute Morgen unter der Dusche den starken Impuls, dieses Video zu machen, weil es wirklich verbunden mit diesem Vollmond so viel kraftvolle Energie zu uns fließt, weil das auch eine Mondfinsternis ist, und eine Mondfinsternis oder Finsternisse sind ganz besonders dazu geeignet, unsere Schattenthemen nach oben zu bringen. Das ist nicht immer witzig und auch nicht einfach, aber es bietet auch eine ganz wunderbare Gelegenheit, sich denen zu stellen und mit Hilfe des Vollmonds da Licht drauf scheinen zu lassen und diese Themen ein für alle Mal loszulassen und zu transformieren, auch mit Hilfe der Engel. Und da wird uns ganz besonders eben Erzengel Michael begleiten und auch Erzengel Raphael, die ja beide so für große Transformationen stehen. Schau einfach in den kommenden Tagen, wenn da Themen hochkommen. Das kann sein, dass du traurig bist, dass du wütend bist, dass du Dinge erlebst, die du schon öfter erlebt hast. Wie so ein Muster, so ein Déjà-vu, dann lass die gerne hochkommen, unterdrück sie nicht. Es ist wichtig, dass wir jetzt wirklich mit der Energie des Vollmondes und auch der Eklipse, also der Finsternis, wirklich ganz viel Energie haben können, das zu transformieren und wirklich loszulassen. Ein für alle Mal. Deswegen meine Anregung an dich, schau dir die Themen an, lass sie hochkommen, gerne auch, indem du dich irgendwohin zurückziehst, und versuch nicht einzusteigen, versuch einfach diese Themen, Emotionen, Muster da sein zu lassen, und allein dadurch, dass du Licht drauf gibst, also sie da sein lässt, so wie sie sind, ist es schon der erste Schritt des Transformations- und Auflösungsprozesses. Und du kannst dann auch diese Meditation machen, die ich gleich anleite. Auch gerne jedes Mal, wenn in den kommenden Tagen Themen hochkommen, die einfach mit Hilfe der Engel transformieren und abgeben. Und wichtig ist aber, dass du nicht einsteigst in das Drama, in die Emotionen, sondern sie einfach beobachtest, da sein lässt und schaust, was passiert. Also eher so aus dieser Beobachterrolle, wohl wissend, dass es deine Themen sind und ja, dass sie jetzt einfach da sind, um angeschaut zu werden, um transformiert zu werden, um losgelassen zu werden. Wenn du möchtest, ziehst du dich bitte an einen geschützten Ort zurück. Das ist immer ein Ort, an dem du sicher bist, an dem du dich sicher fühlst, an dem es ruhig ist, wenn möglich, an dem du ungestört bist. Dann setz dich einfach auf den Stuhl oder auf den Boden, wie es für dich angenehm ist. Schließ deine Augen und atme ein paar Mal tief
ein und aus. Und wir bitten jetzt Erzengel Michael und Erzengel Raphael um ihre Unterstützung für diese Meditation. Diese Meditation ist besonders dafür geeignet, Emotionen, alte Muster, aber auch vielleicht körperliche Symptome loszulassen und zu transformieren. Bei körperlichen Symptomen, die anhaltend sind, oder bei Schmerzen, bitte ich dich dennoch, zum Arzt oder Heilpraktiker zu gehen. Aber es geht mehr darum, diese Symptome auf der energetischen Ebene anzuschauen. Und atme jetzt ganz entspannt. Du kannst auch noch mal deine Schultern zurückrollen, deinen Kiefer und deine Zunge entspannen und auch deinen Bauch, dein Solarplexus. Und gerade beginnt es hier auch ein bisschen zu regnen, was ja auch so eine Art von Reinigung bedeutet. Da unterstützt uns die Natur jetzt dabei. Und vielleicht weißt du schon, um welches Thema es geht, um welche Emotionen und um welches Muster, um welche Blockade, vielleicht auch um welche körperlichen Symptome oder Symptom. Und verbinde dich jetzt noch einmal mit dem Herz von Mutter Erde über dein Wurzelchakra. Lässt du eine tiefe Wurzel nach unten wachsen. Verbinde sich so mit dem Herz der Erde und lässt die liebevolle, nährende Energie von Mutter Erde von unten in dein System, in deinen Körper hineinfließen. Dann verbindest du dich über dein Scheitelchakra mit der kosmischen Quelle und lässt auch da diese klärende, helle, glitzernde Energie von oben in dich einströmen. Es ist gleichzeitig auch die Verbindung zu deinem höheren Selbst, zu deiner Seele, zu deinem kosmischen Anteil. Und wenn du bereits weißt, welches Thema, welches Muster, welche Blockade, welche Emotion, welches Erlebnis, welches Symptom du jetzt transformieren möchtest, dann bitte ich dich, dass du dir dieses Symptom, diese Emotion vorstellst als eine Energie, die irgendwo in deinem System sitzt und dieser Energie eine Farbe gibst. Egal welche Farbe das ist völlig egal. Und dann stellst du dir vor, dass diese Energiewolke, diese Energie, diese farbige Energie jetzt in eine Lichtkugel fließt, die du wie vor deinem Körper, vielleicht in Bauchhöhe, vor dir hältst. Also stell dir vor, dass du zwischen deinen Händen eine Art Energiekugel, Energieball hältst und da fließt jetzt diese Energie hinein. Und wenn das ein Widerstand ist, eine Blockade oder eine Emotion, dann mach sie dir bewusst, schau sie an, wie sie aus deinem System rausfließt und eben in diese Lichtkugel hineinfließt. Die beiden Erzengel sind jetzt an deiner Seite, an unserer Seite und unterstützen diesen Transformationsprozess. Vielleicht hast du auch Bilder oder Erinnerungen, wo diese Emotion, diese Blockade herkommt. Auch das kannst du einfach in diese Lichtkugel hineingeben. Und wenn das ein Schmerz ist, gib auch den hinein. Vielleicht fühlst du Emotionen, Ärger, Wut, Schmerz, Trauer,
Lass das alles da sein, schau es dir an und lass es dann in die Kugel hineinfließen. Erzengel Raphael und Erzengel Michael begleiten uns, begleiten dich, halten den heiligen Raum zusammen mit anderen Licht- und Engelwesen und unterstützen diesen Prozess des Loslassens aus deinem Energiesystem. Lass dir so viel Zeit, wie du benötigst. Und frag dann auch dein System, ob jetzt diese Emotion, diese Blockade, dieses Erlebnis betreffend alle Energie in die Lichtkugel geflossen ist, die jetzt da reinfließen soll. Atme jetzt nochmal ganz bewusst tief ein und aus und lass wirklich jede restliche Energie davon in diese Lichtkugel hineinfließen. Übergib die Lichtkugel dann, wenn es für dich passend ist, wenn du das Gefühl hast, dass alle Energie da reingeflossen ist, die dir jetzt nicht mehr nützt, die du jetzt loslassen und transformieren möchtest, dann übergibst du diese Lichtkugel Erzengel Michael. Beobachte, wie sich das für dich anfühlt. Vielleicht gibt es noch eine Art Verbindungsschnur zwischen deinem Solarplexus und dieser Energiekugel. Wenn das so sein sollte, bittest du jetzt Erzengel Michael, diese Verbindungsschnüre zu durchtrennen mit seinem Lichtschwert. Und dann schickt Erzengel Michael diese Kugel ins Licht. Das bedeutet, dass das einfach aufgelöst, transformiert und in Licht und Liebe übergeben wird. Wie fühlt sich das für dich an? Fühlst du dich befreit? Vielleicht fühlst du dich sogar auch etwas leer? Auch das kann sein. Lass alles da sein, was ist. Beobachte es einfach. Und lade dann Erzengel Raphael ein, der sich vor dich stellt und aus seinen zu dir getretenen Handflächen seine smaragdgrüne Heilenergie fließen lässt. Und diese Heilenergie fließt in dein ganzes System, sowohl in deinen energetischen Körper, in deine Chakras, in deine Energiekanäle, als auch in deine körperlichen Zellen, in deine Organe, in deinen Blutkreislauf, deine Knochen, überall hin, wo diese Energie benötigt wird, aber auch dahin, wo der Freiraum ist von dem, was du losgelassen hast. Diese smaragdgrüne Energie kann warm sein, kann sich prickelnd anfühlen, kann sich kühl anfühlen. Auch das ist wunderbar, so wie es ist. Genieße das Bad in dieser smaragdgrünen Energie. So lange, bis es für dich passt. Und auch so lange, bis dein ganzes Energiesystem, auch dieser energetische Torus, der um dich rum ist, wirklich in einer smaragdgrünen Lichtkugel eingehüllt ist, die dein ganzes System durchdringt, umgibt, transformiert, energetisiert, balanciert und dir auch wieder neue Energie schenkt. Und durch dieses Loslassen und Raum schaffen, ist jetzt Platz für Neues. Dein Energiesystem, dein Körper schwingen jetzt auf einer anderen Frequenz,
weil Blockaden gelöst sind, transformiert sind und sind jetzt in der Lage, neue Gelegenheiten, neue Ideen, neue Impulse, neue kreative Projekte anzuziehen. In einer leichten Art und Weise. Lass dies einfach geschehen. Mach dir keine Gedanken um das Wie, Wann und Wo. Lass auch das los. Mach dir jetzt bewusst, auch auf Verstandesebene, dass deine Energie auf einer anderen Frequenz schwingt. Jetzt. Und dass diese Frequenz sich mithilfe der kosmischen Informationen, die in diesem Vollmond, auch davor und danach zu uns fließen, sich jeden Tag noch etwas mehr anhebt, etwas mehr ausbalanciert. Nimm dies mit als Geschenk des Vollmondes, als Geschenk der geistigen Welt und komm dann wieder zurück ins Hier und Jetzt, indem du tief ein- und ausatmest, deine Hände und Arme bewegst und auch deinen ganzen Körper bewegst und dich vielleicht dehnst und streckst. Ich danke dir ganz herzlich, dass du mit mir gemeinsam diese Meditation gemacht hast und ich freue mich natürlich sehr, wenn du ganz viel transformieren und loslassen konntest. Und ja, mach diese Meditation so oft, wie sie dir in den nächsten Tagen hilft. Vertraue da deiner Intuition, was jetzt dran ist, was jetzt noch losgelassen und transformiert werden darf. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du mir in den Kommentaren dalässt, wie sich das für dich angefühlt hat, was du loslassen konntest. Und ja, wenn dich das Video und die Meditation inspiriert haben, dann freue ich mich natürlich sehr über dein Like und ich freue mich auch, wenn du das Video und die Meditation mit deinen Freunden teilst, um auch die bei ihrer Frequenzerhöhung und beim Loslassen zu unterstützen. Und ja, lebe liebevoll, wild und kreativ. Namaste.